Ja, es stellt sich ja die Frage, warum muss ich mich mit einem neuen Programm beschäftigen, wenn ich vielleicht ein altes schon so einigermaßen bedienen kann. Und bei dem Programm Inkscape möchte ich das kurz mal zeigen. Ich habe hier bei Open Clip Art ein Bild gefunden mit dem Aufbau des Auges und da ist eine Beschriftung außen herum. Jetzt stört mich das zufälligerweise, dass da eine Beschriftung ist und so kann ich mir das Bild herunterladen. Bei Open Clip Art sind die Bilder ja alle Public Domain und von daher muss ich also noch nicht mal die Quelle angeben, wenn ich das dann weiterverarbeite für ein Arbeitsblatt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich es mir als ein PNG herunterladen, groß, mittel oder eben klein in der Auflösung. Und dann hätte ich eben zum Beispiel hier das Ganze als PNG, das ich mir dann abspeichern würde und dann im entsprechenden Programm öffne. Oder ich lade es mir herunter, in diesem Fall dann als SVG. Der Browser kann das genauso darstellen und man kann es dann auch entsprechend laden. Oh, was ist jetzt also der Vorteil? Jetzt wechsle ich gerade mal hier in GIMP und da habe ich also das Bild so, dass ich jetzt zum Beispiel sagen könnte, ich will etwas löschen. Gerade sind mein Werkzeug irgendwie ein bisschen zerstört, aber das macht nichts. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, mit dem Radierer das hier zu löschen. Das geht hier am Rand noch relativ gut. Ich könnte natürlich auch hier das löschen, müsste dann vielleicht die Farbe raussuchen, hier, so dass ich das dann entsprechend wegbekomme. Aber ich finde, das ist ein bisschen umständlich. Vor allem, ich muss dann verschiedene Farben haben oder wenn ich hier die Linie in dem grauen Bereich wegbekommen will, da habe ich also wirklich sehr viel Arbeit, das einigermaßen hinzubekommen und ich werde das sicherlich nicht so sauber bekommen, dass man es überhaupt nicht sieht. Davon abgesehen, bis ich gerade diese feinen Strukturen hier entfernt habe und das nachgezeichnet hätte, das würde unheimlich viel Zeit kosten. Deshalb denke ich, dass beim PNG es einfach zu umständlich ist. Deshalb sagen wir, GIMP lassen wir mal oder entsprechendes Programm, sondern betrachten es stattdessen in Inkscape. Und dann habe ich hier also das SVG, die SVG-Datei geöffnet. Und zunächst mal erscheint es so, als ob ich eben hier nichts anfassen kann. Also manchmal ist das so, dass Sachen gruppiert sind, dann müsste ich die Gruppierung aufheben. Tatsächlich ist es aber so, jetzt hier in diesem Bild, dass offensichtlich das Bild unten drunter extra angelegt wurde und dann kann ich auch, wenn ich doppelt draufklicke, einzelne Bestandteile verändern. Aber was mir wichtiger ist, der Text und auch die Linien, die sind gerade oben drüber liegend. Das heißt, ich muss sie gerade anklicken und kann sie einfach rauslöschen. So, und das ist ganz einfach der Vorteil beim SVG-Bild. Da habe ich nämlich die einzelnen Bestandteile meistens getrennt und habe in kürzester Zeit dieses Bild gereinigt und eben die Linien und den Text entfernt. Ich könnte natürlich sogar auch den englischen Text dann eben auch durch einen deutschen ersetzen. Und das finde ich geht wesentlich schneller jetzt hier als bei einem PNG oder eben JPG-Dokument. Also, ich denke, es lohnt sich mal bei Inkscape genauer reinzuschauen.